Oricom Developments Limited Entertainment Software Games. Electronic fun for everyone. Ja, und damit herzlich willkommen zu Disney's Hercules, oder eher gesagt, damit herzlich willkommen zu Zurück in die Kindheit mit Disney's Hercules. Das trifft's eher. Ja, das Spiel, das habe ich in meiner Kindheit so viel gespielt, das hat mir so gute Laune immer bereitet. Also keine Ahnung, ich fand einfach damals die Musik ganz geil, so das Setting fand ich geil. Es hat einfach irgendwie alles gepasst. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Na gut, sagt mir nur eins, wird dieser Knirps meine geplante feindliche Übernahme versauen oder was meint ihr? Oh, mag es ja nicht, Klote, die Zukunft dürfen wir nicht offenbaren. Ach, na, in 18 Jahren, wie man sieht, stehen die Planeten in Reih und Glied. Schon wieder ein Gedicht. Viel Zeit zum Handeln bleibt da nicht mehr. Gib frei die Titanen, dein mächtiges Heer. Mhm, gut, gut. Dann wird der stolze Zeus endlich verlieren. Und du, Hades, wirst den Kosmos regieren. Ja, Hades hat es. Gib Acht, es geht erschreckend weiter. Wie bitte? Sollte Herkules kämpfen, wirst du scheitern! Jungfrauenrettung für Anfänger. Ach, das war, glaube ich, das Tutorial jetzt, ne? Oh, ich habe absolut gar keine Ahnung mehr. Ich kann mich nur so an einen Abschnitt wirklich ganz genau erinnern. Da musste man immer von so diesen griechischen Säulen zu Säulen immer springen. Stimmt, das war unser Safe Point hier, ne, dieser Typ. Oh Mann. Und die musste ich boxen? Genau. Oh ja, und dieser komische dicke Typ da hat mir immer die ganzen Props vorbereitet. Daran kann. Genau, und sie musste ich jetzt retten oder ihn, wie auch immer. Irgendwie hatte ich das Spiel als 3D-Spiel in Erinnerung, aber tatsächlich ist es so ein 2D-Side-Scroller. Krass, wie sich da meine Kindheitserinnerung einfach komplett, ja, wie soll ich sagen, gut gemacht, wie sie nicht übereinstimmt. Ausgezeichnet. Oh. Oh, Pegasus, den kenne ich noch. Herüber? Ah, die haben sich alle selber zerstört, okay. Ah, hat er mich einmal getroffen? Ja, das ist irgendwie so eine Mischung, ne? Aus 3D und 2D teilweise. Okay, nach unten konnte ich mit Steuerung nach unten kann ich mich bücken. Was machst du da? Hol dein Schwert! Stimmt, das hat er immer gesagt, wenn ich zu lange rumgedrödelt habe. Ey, das ist so geil. Gut Aua. Gemacht. Ausgezeichnet. Oh, das ist einfach so geile Nostalgie gerade. Ich habe das so gerne gespielt. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Ich werde es auch noch ein paar Mal sagen. Wie oft muss ich die denn... Ah, muss man immer mehrmals treffen. Scheinbar. Regel Nummer 96, zielen! Regel Nummer 96. Warum nicht 69? Au! Ach, ich muss immer unten auf die Schatten achten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, hä?
Irgendwie sehen diese komischen Figuren, also diese Köpfe, so ein bisschen aus wie so Lego-Figuren, oder? Herkulade! Herkulade? Ach, oben links ist ja dieser Kopf, ne? Das sind, glaube ich, das konnte man immer so durchtauschen, glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung mehr. Oh, nächster Checkpoint. Oh, jetzt geht's ans Klettern. Herkulade! Oh, an die komischen Möwen oder Raben oder was das da sein soll. Oh ja! Dieser Sprung, mit dem ich so manchmal so Blöcke auf dem Boden zerstören musste. Ich lass die jetzt mal weg. Nein! Oh. Nein! Krieg ich die jetzt auch mal bald getötet irgendwie? Na, geht doch. Oh. Komm. Oh Mann, die Figur, den Helm da oben kriege ich leider nicht mehr. Nein! Nee, den kriege ich, glaube ich, echt nicht mehr. Sei denn, vielleicht, wenn ich hier ganz nach oben komme, ich nicht mehr. Es ist alles zu weit weg. Ein Versuch gebe ich dem Ganzen noch. Ja! Aber ich weiß nicht mehr, was mir das gebracht hat. Das ist halt so krass, ne? Das fällt mir immer wieder auf, dass so alte Spiele einem einfach gar nichts erklärt haben, teilweise. Er sagt mir wirklich nicht, also in den heutigen Spielen wird ja wirklich jedes Objekt dreifach erklärt, gefühlt. Oder ziemlich ausführlich immer. Ah! Alter, wie viele? Ist euer Ernst? Ich bin gleich tot. So. Gibt's jetzt nochmal ein bisschen Herkulade oder so? Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration! War das? Aber keine Ahnung, ich laufe jetzt erstmal durch, sonst verbringen wir wirklich die ganze Folge nur im Tutorial. Aua. Aua. Oh, warte. Oh, mit Kreis kann ich boxen. Und Dreieck war Punch. Ah, genau, mit R kann ich hier... Yo, mit R kann ich meine Perks durchtauschen. Mit L1 und R1, okay. Stimmt, diese Töpfe konnte man auch einsetzen. Alter. Jetzt kommt langsam gerade alles ein bisschen hoch. Ja. Mit mir. Fangt ihr keinen Stress an. Oh, wir haben jetzt viel mehr Leben, sehe ich gerade, ne? Nein, es ist weg. Aha, damit kann ich mich so ein bisschen unsichtbar machen. Okay, man kann es auch mit dem normalen Schwert machen. Da oben ist ein Feuerschwert. Lass mich in Ruhe. Ah. Oh.
Komm. Aha, hast du nicht gedacht, ne? Warte mal. Ja. Glaubt ihr, kann man die Blöcke kaputt machen? Ja, ja. Ey, wie geil. Oh, man musste Herkules-Buchstaben immer sammeln. Genau. Oh, Mann. Ey, das ist wirklich krass. Also, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Die Nostalgie, die ich hier gerade verspüre und wie sehr ich dieses Spiel geliebt habe. Au. Das war einfach so geil. So. Hier war, glaube ich, nichts, ne? Nee. Hier irgendwie nichts, oder? Bröckelt der Stein. Ich glaube, das ist einfach nur von vornherein schon so gewesen. Ja, ja. Okay, jetzt wird es hier ein bisschen wild gerade. Ich laufe einfach mal durch. Au! Was machst du da? Hol dein Schwert! Ja, hol ich doch. Bleib auf dem Boden, Kleiner. Solche Späße kannst du dir bei einem Dorfwettkampf erlauben. Aber nun spielst du in der Heldenliga. Ja, wie kam ich da hoch? Doppelsprung kann man ja nicht machen. Hä? Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration. Ja, hol die doch raus jetzt. Warte mal. Muss ich vielleicht erstmal die Münzen da einsammeln? Oder muss ich hier erstmal alle töten? Nee. Also, ich dachte vielleicht mit Anlauf oder so. Ich sehe gerade oben, wenn ich Dreieck gedrückt halte, lädt sich der Blitz da auf. Das ist ja geil. Komm. Aber was beim besten Willen soll ich denn machen? Kann ja dann nicht in die Richtung laufen. Ich halt wirklich gerade auf dem Schlauch ein bisschen. Nein, was? Weiterspielen. Oh nein. Oh. Hä? Aber was muss ich denn machen? Habe ich hier irgendwo was vergessen? Nö. Aber vielleicht muss ich doch die Steine hier kaputt machen. Aber nee, geht nicht. Nö, auch nicht. Also ich weiß gerade wirklich nicht, was ich tun soll. Weiterspielen, ja, ja. Ich drücke als auf... okay, da oben links steht es auch, was ich gemacht habe. Aber... keine Ahnung. Nummer 96, zielen! Ja, was denn zielen? Ich verblase hier gerade meine ganze Kraft. Irgendwie muss ich irgendwas auslösen, um die da triggern. Aber wie? Warte mal, konnte man nicht irgendwie so die Ebenen tauschen? Wie ging das? Oder ging das nicht? Vielleicht täusche ich mich auch einfach nur. Ha!
Warte mal, vielleicht. Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration. Vielleicht muss ich hier diesen Sprung ausführen. Was muss ich machen? Alter. Was? Den Stein konnte ich anheben? Wie habe ich denn das überhaupt gerade gemacht? Das war komplett random gerade. Ich meine das voll ernst. Aber okay. Geil. Okay, wir haben scheinbar schon richtig viele verpasst. So, wie hänge ich mich da dran? Oder muss ich mich da gar nicht dranhängen? Aber ich glaube schon. Irgendwie doch. Ich muss da von da oben runter. Aber ich will jetzt nicht sterben, weil ich als mich hier beschießen lasse. Ah. R2 drücken. Ich hab's gleich. Jetzt hab ich's. Ich weiß nur, dass es als Kind für mich auch schon damals knifflig war. Weil das ist ja eins von diesen Passagen, wo ich mich dran erinnern kann. Jawohl. Komm, noch einer? Jawohl. Okay, wir haben richtig viele verpasst. Ich glaube, ganz am Anfang waren da schon diese Blöcke, ne? Auch diese Musik, die hat mich so richtig zum Grooven gebracht. Also das war einfach so ein entspanntes Spiel, was manchmal einfach schon ein bisschen mehr herausfordernd war. Aber ich weiß, dass ich als Kind da schon ein bisschen weiter. Ah, siehst du, genau, wenn dieser Weg hinten drauf, also auf der Wiese ist, dann kann man da langlaufen. Aber ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Vergiss das einfach. Ich muss doch hier langlaufen. Ja, nicht unbedingt. Jetzt bin ich hier getrappt. Ah, hier lang dann wahrscheinlich, ja? Und dann wieder hier hoch. Alter. Ah, es ist ein bisschen verwirrt, aber siehst du, ich wusste doch, dass man irgendwie nach hinten durchlaufen konnte. Oder so halt die Ebenen wechseln konnte. Das meine ich damit. Okay, ich muss scheinbar an der guten Dame vorbei. Okay. So, was kommt gleich? Ich weiß, dass ich einmal gegen die Medusa gekämpft habe. Glaube ich zumindest. Aber auf jeden Fall war da irgendwas mit der Medusa, was mich manchmal schon ein bisschen saurer gemacht hat. Aber damit haben wir das Level geschafft. Geil. Geil, geil, geil.
Ebene abgeschlossen. X zum Weiterspielen. Was hat mir das gebracht? Gut gemacht! Ausgezeichnet! Yeah. Waren das Trophäen? Ich weiß nicht mehr so genau. Der Heldenparcours. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ja, genau daran konnte ich mich erinnern. Ich sag doch. Nein, nicht doch, warte. Das muss er allein schaffen. Konzentration, häng nach. Köpfchen. Ah, hier stimmt, hier konnte ich nichts machen, ne? Außer ausweichen. Also lag ich doch nicht ganz falsch mit dem, dass es auch irgendwie so ein 3D-mäßiger, so ein 3D-mäßiges Spiel war. Aber das, jetzt kommt, jetzt, also es dämmert ganz leicht auf jeden Fall. Ach stimmt, man konnte auch noch sprinten, wenn man nach vorne drückt, ne? Wo gehe ich lang? Rechts. So. Und jetzt? Nein! Oh no. Nein, komm. Ich will die Herkulade haben. Ey! Hurra! Nicht übel, Kleiner! Nein! Oh! Ich bin gleich tot. Ich bin echt gleich tot. Nein! Ich sehe schon kommen, dass wir das Level neu machen müssen gleich. Aber da, ich weiß genau, dass ich hier echt wirklich mehrere Versuche für gebraucht habe. Naja, immerhin ab dem Checkpoint. Gut gemacht! Nein! Hey! Oh! Säcke! Ach Mist, jetzt habe ich die Trophäe da nicht mitbekommen. Na, und den Saft auch nicht. Ah! Okay, links. Gehen wir mal links lang. Boah, wenn es davon so ein Remaster geben würde. Alter, wäre das geil. Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration. Okay, damit haben wir unser Leben. Oh nein. Insgesamt vermehrt. Ey. Boah, warum ist das so schnell? Nein. Den Saft nehmen wir mit. Ey, schon wieder vorbeigelaufen. Oh. Ja, nicht übel, Kleiner. Nicht ganz, was ich gemeint habe. Boah, das war wirklich. Ich hätte damit jetzt gerechnet, dass ich erwischt werde. Ah. Oh. Nein, jetzt habe ich den Helm verpasst. Ey. Ey. Oh, wir haben noch 2 Leben, sehe ich gerade. Okay. Jetzt wird's knifflig. Aber ich glaube, bald ist Ende, oder? Nein, ich habe das S verpasst. So, schaffe ich das? Ah, es war so klar. Okay, gleich kommt wieder ein großer Stein scheinbar. Oh nein. Gut.
gemacht. Aber da ist das Ziel. Das ist das Ziel. Das weiß ich noch. Ach ja. Ey, das war ganz schön knapp. Zwei Leben und Minimalleben allgemein. Ja, das S habe ich leider verpasst. So ein Mist. Aber okay. Regel Nummer 96, zielen! Eldenstufe Schwächling. Oh, okay. Scheinbar habe ich nicht so gut abgeschnitten. Im Walde des Zentauren. Schauen wir mal. Also, kommt mir ein bisschen bekannt vor. Aber ich weiß nicht, welches Level genau das jetzt ist. Okay, dann auf geht's. Komm, Herkules, du schaffst das, du bist so der Stärkste. Ja, das dauert aber ganz schön lange, du. Oder soll man hier gar nicht lang? Aber... Wie komme ich denn da hinten hin? Hier gerade auf dem Schlauch schon. Direkt zum Levelbeginn. Ach, ich musste immer warten, bis die Glocke kam. Ich glaube, so war das, ne? Oh, neues. Ah, ne, das war Lebensbalken vergrößern. Warte mal, war das nicht so, wenn unsere Leben komplett weg waren, dass wir von vorne spielen mussten? Okay, der hat mehrere Leben. Jetzt schon wieder die Säcke. Na, nicht mit mir. Oh, da war noch einer. Sag es nur. Komm ich da hinten hin? Ich will da hinten hin. Geht aber noch nicht. Aber hier ist auch ein Baum im Weg. Hm. Ah, hier. Ja. Der ist aber trotzdem im Weg. Ach, Mann. Also, das Schwert kann man irgendwie gar nicht so häufig spammen, ne? Also nicht so häufig hintereinander. Ey, Mann! Ich wollte doch den einfach nur töten, ey. Und dann werde ich dir jetzt fünfmal von dem angegriffen. Ja, okay. Bin ja komplett falsch. Muss wieder komplett zurück wahrscheinlich, ja? Ich muss da an diesem Felsen lang. Wie komme ich da hinten hin? Das ist jetzt wirklich... Frage. Da irgendwo... eine bestimmte Stelle gibt, wo man Pixel perfekt langlaufen muss? Nee. Ach Mann. Schade. Naja, egal. Hä? Warum kann ich das Ding nicht angreifen? Ist jetzt wirklich merkwürdig. Aber es geht ja hier nicht weiter für mich. Hm.
Und da oben drauf, also auf diesen Stein drauf, komme ich auch nicht. Das ist jetzt echt... Keine Ahnung. Ach, da oben geht's lang, aber... Wie komme ich da hin? Ich bleib jetzt alle paar Zentimeter stehen und drücke nach oben. In der Hoffnung, dass hier irgendwo ein geheimer Weg ist. Aber nein. Ah, ich glaube, ich weiß es. Oder? Muss ich nicht wieder irgendwie so einen Stein mitnehmen oder so? Aber wie habe ich das gemacht? Ich drücke jetzt alles, was ich geht hier. Hm. Okay, von hier zumindest kein Stein. Aber von wo? Von wo muss ich den Stein mitnehmen? Gab es am Anfang irgendwo einen Stein? Ich glaube nicht, ne? Nö. Aber wo kriege ich den Stein her, für den ich brauche, um den mitzunehmen? What? Achso, ja, okay. Warte mal, vielleicht ist das das Zeichen dafür, dass genau da, wo der Weg ist, dass man dann nochmal weiter hinten durch kann. Hier in dem Fall funktioniert es nicht. Ich stehe halt wirklich aber komplett auf dem Schlauch, ey. Ich weiß absolut nicht, was ich gerade machen soll. Ich frage mich, wie ich das als Kind geschafft habe, ganz ehrlich. Als Kind war ich deutlich weiter, das weiß ich. Wie nimmt man denn diesen Stein mit? Wie sehr kann man auf dem Schlauch stehen? Ich übersehe einfach irgendwas richtig Dummes. Was? Wie habe ich das gemacht? Drücke hier gerade alle Tasten wild durcheinander. Wird einem nicht erklärt. Das ist doch unfassbar. Wie geht das? Mann, ich drücke immer diese blöde Taste. Stecken Sie. Hä? Warum geht denn das jetzt gar nicht mehr? Ah, geht jetzt. Keine Ahnung. Probier's nochmal. Irgendwie wird's ja schon klappen. Warum geht denn das? Oh, es hat geklappt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht.
ich will das nicht alles verbraten hier. Oh. Ey, wie geil. Nein, ich bin tot. Ah! Ich habe noch ein Leben. Oh nein, ich will das nicht von vorne anfangen. Aber, oh, immerhin sind die alle tot. Ah, man muss sich gleich wieder hochschwingen. Aber wie hielt man sich nochmal fest? Ey, das ist doch unglaublich, dass ich da alles nicht drauf komme. Na? Man muss es wirklich pixelgenau machen, scheinbar. Also doch nicht mit L und R. Naja. Ich muss aber aufpassen. Ich habe halt, wie gesagt, nur noch ein Leben, ne? Jetzt gleich nochmal drauf gehe. An den kann ich mich noch erinnern, an den blöden Sack. Boah, an den habe ich mir damals so auf die Zähne ausgebissen. Das weiß ich noch. Ah, nimm das. Nein! Ja, wenigstens beide. Boah. Ich krieg grad Gänsehaut, ne? Weil mich das ein bisschen triggert. Mich als angreifen! Ich sollte mir die vielleicht aufheben für den Drecksack da hinten. Warte, gibt's hier noch was? Nee. Feuerschwert, das ist gut. Herr Kulade! Oh, einmal zu viel, aber egal. So, so war es richtig. Einmal zu früh losgelassen. So, hier gab es nichts mehr, ne? Hä? Ich hab was ein. Ich hab neues Leben eingesammelt. Ja, geil. Okay, diesmal hat es geklappt auf Anhieb. Wie auch immer. Ja, nicht mit mir. Wer ist er denn? Boah. Boah, geil, Alter. Jetzt bin ich gerade am Rocken ein bisschen. Geh hier lang. Boah, wie komme ich da hin? Schon von da oben, ne? Oh, warte. Ich bin der Meinung, ich habe mal vor Jahren mal ein Video dazu geguckt. Und ich glaube, das Spiel geht gar nicht so lange, fällt mir gerade ein. Okay, man kann hier lang, ja. Nicht ganz 2 Stunden oder so. Also irgendwie sowas habe ich in der Erinnerung. Oder ich habe vielleicht nur einen abgespeckten Part geguckt. Ich weiß es nicht. Aber klar, ich denke mal, selbst wenn das Spiel wirklich nicht so lange gehen sollte, der Wiederspielwert liegt einfach darin, dass man nur begrenztes Leben hat und wenn man sein Leben verbraten hat, dass man dann halt von vorne spielen muss. Also es gibt hier sowas nicht wie Speichern oder so. Boah, was? Alter.
Ey, wie geht denn das? Toll, und jetzt? Ich will jetzt nicht wegen denen sterben. Ah, jetzt. Ja, genau. Halt zweimal, ne? Macht schon. Alles gut. Na, komm schon. Blöde Sau. Da ist wieder so ein Typ. Also wenn das Spiel wirklich nicht so lange geht, vielleicht könnten wir das sogar schaffen. Hier da oben ist eine Krähe. Das Spiel durchzuspielen. Das wäre auf jeden Fall geil. Okay, hier geht's nicht. Ah, aber hier unten geht's lang. Wow. Ah, die werfen auf mich. Oh. Boah. Ich hätte gerade Gänsehaut hier. Ja, das wäre cool, wenn ich noch irgendwie Leben einsammeln könnte. Komme ich hier hinten hin? Ah, hier. Ey, geil. Hier geht's auch nochmal durch. Komm her. Komm her. Na, egal. Dann hau ich vor dir ab. So, wie ging es nochmal zurück? Hier, ne? Da. War das mein Ausgang? Ja. Scheinbar. Oh, wir haben ja schon wieder fast volles Leben. Das ist gut. So viel Herkulade hier. What? Wie viel Leben hat der? Geht das? Ich sehe seinen Lebensbalken gar nicht schwinden. Also wirklich nur minimal. Bitte. Ey. Nein, ich habe meine ganzen Waffen nicht mehr. Ja, aber er gibt mir gut Punches. Das ist natürlich sehr geil. Ich bin tot. Das kann nicht wahr sein. Mein letztes Leben. Mein letztes Leben, Alter. Ich liebe Geschichten ohne Happy End. Mambo cha-cha-cha stark. Cool. Echt gehabt? Also Game Over? Hä? Ach nö. Ach nö. Ey, das lässt nicht auf mir sitzen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal bis dahin spielen und dann sehen wir uns gleich, wenn wir bei dem Typen wieder sind.
weil ich will jetzt nicht nochmal von vorne mit euch alle zusammenspielen. Dementsprechend, ja, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Mir ist eingefallen, es gab ja dieses Passwortmenü und ich habe da gerade mal gegoogelt und tatsächlich kann man in diesem Passwortmenü, wo man so Vasen drehen lassen muss, bestimmte Level wieder aufrufen. Sogar in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ich weiß also allerdings nicht, ob ich jetzt, ich glaube, ich bin aber auf dem einfachen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung, wie ich darauf gekommen bin. Oder wie die einzelnen Passwörter sind, falls ihr das Spiel auch habt und das nachmachen wollt. Auf jeden Fall ganz hilfreich in diesem Fall. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber geil. Oh, das war zu weit. Ja, wir spielen das Level halt nochmal ein bisschen. Ist ja jetzt nicht ganz so tragisch. Au! Ey! Oh. Vielleicht ist es doch tragisch, wer weiß. Warte mal, hier ist so... Kann mich da hinten nicht durch. Hab schon wieder vergessen. Ah, ich muss näher dran. Ach, hier stimmt, hier war der Weg. Oh, ich hoffe, ich schaff's diesmal aber. Herkulade! Frag mich immer noch, wie ich da hinten hinkomme, ey. Das ist unfassbar. Naja, egal. Probieren wir es jetzt mal. Mit dem Sprung. Ich glaube, ich muss ihn richtig timen oder so, oder? Dass er so im perfekten Winkel da angesprungen kommt. Ja, tatsächlich ist es so. Jawohl. So gehört sich das doch. Alle kalt gemacht. Ich habe schon wieder zwei Buchstaben vergessen. Wie geht denn das? Hatte ich die nicht vorhin? Bin der Meinung, ich hatte die vorhin. Naja, egal. Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass ich meine ganzen Perks einsammle für den komischen Boss da. Das ist mir wichtiger als alles andere, gerade... Au! Nein! Okay, der braucht nur zwei Hits. Aber wo war denn der Spot? Ach, wo war denn der Spot, wo ich nochmal ein Leben dazu bekommen hatte? Wäre cool, wenn ich den auf jeden Fall nochmal finden würde oder dazu vielleicht nochmal reinlaufe. Jawohl. Gleich wieder alle weggemäht hier. Ah, außer den natürlich. Warte mal. Okay, ich muss hier runter scheinbar. Okay, hier gibt's nichts. Hat vielleicht wäre hier der Spot gewesen. Herkulade. Alter, er gibt mir direkt einen Punch. Ey! Meine Güte. Herkulade. So, erstmal eine neue Vase. Ach, genau hier war das. Einmal vier Leben. Vielleicht trickse ich auch einfach und guck mir ganz kurz in einer Pause an, wie man den Boss besiegt, weil ich schwöre es euch, beim besten Willen habe ich keine Ahnung, warum
der kein Leben abgezogen bekommen hat. Diese Sprünge hier, ne? Die sind wirklich zum Mäusemelken hier gerade. Ah, geht doch. Ah, der hat mich gekriegt. Boah! Er hat mich auch einmal gekriegt. Sack. Na? Herkulade! Boah, ich habe mir gerade an der Stirn gejuckt. Ich habe das ganz vergessen, dass da auch noch einer stand. Oh, warte mal, hier ist noch ein Spot. Den habe ich, den vorhin schon gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Na. Geht doch. So, das nehmen wir noch mit. Ey, komm. Alter Herkules, ey. Also scheinbar gibt es das Spiel auch für PC. Das ist irgendwie irgendwann mal auf PC rausgekommen. Auf Steam habe ich das nämlich nicht gesehen. Mit den Cheats. Da gibt es so einen Guide. Jetzt muss ich erstmal hier wieder vorbeikommen, ne? Aber... Naja, immerhin haben wir das so geschafft. Aua! Boah, gerade noch so geschafft, ey. Na, komm her. Ja, geht doch. Achso, das ist der Typ da. Ja. Na, Mann. Oh. Hat mich zweimal angesprungen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Fabelwesen ist. Absolut keine Ahnung. Au! Ach, da sitzt noch einer im Busch. Boah, wie viele sind denn davon hier? Irgendwie hatte ich das nicht mehr so in Erinnerung, dass vor ein paar Minuten noch auch so war. Aber ich glaube, dieser Kampf hat mir gerade alles einfach verdrängt. Bin ich gerade in einen einfach reingelaufen hinterm Baum. Herkulade. Hm, komm, wir laufen jetzt einfach hier hin. So, gleich wird's spannend. Herkulade. Deswegen, ich würde ganz kurz mal einfach nachschauen. Einfach, um jetzt hier nicht tausendmal versuchen, den Typen zu besiegen. Also, Freunde. Ich habe es herausgefunden. Zwei Sachen. Einmal, man muss den Typen auf den Rücken springen oder auf seine Hüfte und den dann sozusagen reiten. Den man dann an seinen Zöpfen zieht, schadet man ihm damit anscheinend. Da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr daran. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall weiter waren. Ich habe mal durchgeskippt. Wenn man alles perfekt durchspielt, dann schafft man das Spiel in 1,5 Stunden. Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde, also nicht ganz eine Stunde, aber noch fast, laut meinen Aufnahmen, 55 Minuten. Das heißt, ich werde es leider nicht schaffen. Ich werde bestimmt das eine oder andere Mal versagen. Aber wir spielen so weit, wie wir können. Also halbe Stunde gebe ich dem Ganzen noch, wenn ich jetzt nicht so oft drauf gehe. Wenn ihr Interesse habt, dass ich das Spiel durchspiele, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare und dann werden wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Part dazu machen.
wo ich das ganze Spiel auf jeden Fall dann durchspielen werde. Also, wenn ihr darauf Lust habt, können wir das auf jeden Fall machen. Genau, aber jetzt erstmal versuchen wir den Typen zu bezwingen. Au. Genau so. Ich muss nichts machen, ich muss einfach nur auf ihm reiten. Und mich jetzt nicht töten lassen. Genau, das machen wir jetzt einfach noch zweimal. Und dann ist er auf jeden Fall K.O. Und der Finisher, den wir ihm geben, ist auf jeden Fall ganz geil. Werdet ihr gleich sehen, das ist sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Oder sogar amüsant. Aber einmal müssen wir noch. Jetzt geht's los. Jetzt passt auf. Jetzt knocken wir den aus. Ich hole mir noch mein S. Auch wenn ich nicht weiß, wo ich die anderen Buchstaben alle verloren habe. Jetzt geben wir ihm den hier. Und er fliegt weg. Ey, das ist ganz geil. Kriegt er nochmal seine Hufen auf den Kopf. Und er hat jetzt ein Horn. Und damit haben wir das Level geschafft. Oh, ist das geil. Ich weiß nicht, wie ich das... Ich weiß, dass ich das mit einem Bekannten damals gespielt habe. Der hatte auch Spaß daran, wenn wir das immer zusammen gespielt haben. Also immer, wenn er bei mir war, haben wir das öfters gespielt. Daran kann ich mich erinnern. Und wir haben es fast durchgespielt. Also ich glaube, die letzten zwei Level, die bis dahin sind wir nie gekommen. Zumindest habe ich daran keine Erinnerung. Aber an die meisten Level auf jeden Fall. Und hier ist das Passwort für das Level. Oder ein geheimes Passwort, was auch immer das für eins ist. Keine Ahnung, aber wie gesagt, die Passwörter oder den Guide zu dem Passwort verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, falls ihr das selber spielen wollt. So, schauen wir mal. Vielen Dank für alles, Herki. Es war ein echter Höhepunkt. Ihr da, Herk! Bitte melden, bitte melden! Wir haben noch was vor, weißt du noch? Theben wartet auf uns! Ja, ja, ich weiß. Was wartet auf uns? Ich hab's nicht ganz verstanden. Weil die Audioqualität von dem Spiel nicht so gut ist. Theben. Achso, doch. Dann habe ich es richtig gehört. Erleben und sterben. Was? Nein, ich will nicht sterben. Ich habe ja jetzt zum Glück meine ganzen Leben mitgenommen. Aber meine Waffen habe ich, glaube ich, nicht mitgenommen, ne? Nee. Oh ja, an das Level kann ich mich auch noch erinnern. Oh yes. Ganz, ganz grob. What? Ich muss erstmal einen Überblick verschaffen. Warte mal. Achso, ich dachte, hier fliegt schon ein Herkules-Buchstabe. Boah, das ist auf jeden Fall ein weitläufiges, großes Level. Habe ich nicht mehr so ganz in Erinnerung, dass es so war. Ja, aber was muss man denn hier machen? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Was geht hier ab? Was muss ich machen? Herkulade! Oh ja, das Feuerschwert. Okay, also war das schon der richtige Weg, den wir da lang gelaufen sind, anscheinend. Muss dann halt nur nach rechts gehen an der Stufe hier. Was? So, die sind beide Knockout. Boah, was? Alter.
Das Ding ist, man erkennt auch teilweise gar nicht, was jetzt hier Gegner sind und was hier so einfach so Props sind, die hier rumstehen, sage ich mal. Also Menschen oder ja, Personen, wie auch immer. Kreaturen. Übermächtige, wie auch immer. Oh, was? Okay. Das Level verwirrt mich gerade ein bisschen. Es wirkt gerade irgendwie alles recht einfach, aber das wird wahrscheinlich gleich noch schwieriger. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, dann haben wir schon wieder den nächsten Boss. Oh, okay. Hä? Was sagen? Wie werfe ich den denn ab? Muss ich da zu ihm hochgehen oder was? Das ist doch schon wieder irgendwas, was ich überhaupt nicht raffe hier. Ich kann das also vor mich hinwerfen, ja, aber wie? Ah, nach oben drücken. Ah, okay. Dann wo kriege ich jetzt... Ah... Verstehe. Aua. Hey, Herkules. Wieso kann ich denn jetzt nicht auf ihn werfen? Warte mal. Jetzt geht's auf einmal wieder. Toll, jetzt muss ich aufpassen. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Lass ihn jetzt noch einmal werfen. Nein! Schlagabtausch. Ich glaube, der wird mich gleich besiegen. Ich weiß nicht, wie ich zu ihm kommen soll, um ihn abzuwerfen. Weil er wirft ja deutlich schneller als ich. Oh, wir haben ihn getroffen. Ey, geil. Wenn man das so ein bisschen sneaky macht, so um die Ecke, dann könnte das echt klappen. Und da oben ist ja auch dann wieder Herkulade. Geil! Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Taktik. So am Treppengeländer. Nein! Okay, ich hätte ein Stück noch weiter nach links gemusst. Hey, Mann! Jetzt klappt's nicht. Hat der Spieler erkannt, dass ich hier ein bisschen getrickst habe, oder was? Nein! Boah, er hat mich nicht getroffen. Okay, jetzt hat er mich aber getroffen. Okay, damit hätte ich vielleicht rechnen sollen. Aber wir haben ihn besiegt. Das ist schon mal ganz gut. Okay, dann geht's hier oben weiter. Erstmal das Feuerschwert einsammeln. Mehr gibt's hier scheinbar nicht. Aber dass es keine Herkules-Buchstaben gibt, das ist gerade ein bisschen verwunderlich. Runtergehen mit Faust. Also, da war so ein hier die zwei Zettel da oben an der Mauer.
Ah, nein! Ich bin da reingelaufen. Okay, da oben ist wieder eine Schwungpassage. Aber ich will gleich erstmal nach unten gucken, was uns da unten noch erwartet. Was gibt's hier? Okay, das können wir kaputt machen. Frage ist jetzt, was ist jetzt the main way? Ich gehe erstmal da oben lang. Nicht, dass das jetzt the main way ist. So. Naja, immerhin gibt's hier Stuff. Ob wir den auch vielleicht brauchen können, das ist jetzt die andere Frage. Oh nein. Komm schon. So. Okay, hier lang. Oh, ich dachte schon, ey. Okay, da oben war noch eine Plattform. Ach, egal. Egal, ich lass die weg. So. Jetzt geht's weiter hier. Achso, stimmt. Jetzt muss ich ja hier die Sprungpassage machen. Oder Schwungpassage. Assassin's Creed Passage, wie auch immer. Ja, da oben gibt's noch ein Blitzschwert. Was kommt jetzt? Hä? Ja, oder was ist jetzt mein Boss? Oder mein Gegner? Sind das hier die Krähen? Irgendwie schon. Ja, aber wie kann ich denn gegen die kämpfen? Ich raff's irgendwie nicht. Was muss ich denn machen? Ah, okay, ich muss einfach alle töten. Während die versuchen, hier die Menschen einzusammeln. Komm! Ach, komm schon. Bin auch immer auf der falschen Ebene, ne? Nein! Na, gerade noch so geschafft. Hä? Geht das nur, wenn die versuchen, irgendwelche Menschen aufzugabeln? Aufzugabeln? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Okay. Besiegt. Und jetzt ist der da oben weg wahrscheinlich, ja? So, noch ein Sprung. Kann ich das aufheben? Die kann ich nicht, ne? So. Und dann. So. Okay, okay. What? Ey, diese brennende Katze immer, ne? Die kommt immer so überraschend. Oh, jetzt habe ich vergessen, auf das Gong zu warten. Auf das Gong, auf den Gong.
Deutsche Sprache ist halt wie immer schwere Sprache. Ihr kennt's nicht. Checkpoint, okay. Oh, hier ist wieder eine Passage. Wechsel mal wieder zum normalen Schwert erstmal. Okay, da oben ist noch ein Topf. Und das war's schon. Oh. Den ersten Buchstaben? Echt jetzt? Wirklich jetzt? Alter. Habe ich aber jede Menge verpasst. Oh. Habe ich wirklich ganz schön viele verpasst. Hier gibt's nichts. Dann geht's wahrscheinlich hier lang. Oder? Ja. Kommt jetzt noch ein Boss? Hä? Bin verwirrt. Ich sag ja, das Level ist so ein bisschen... ganz schön verwirrend. Oh, okay, da ist wieder eine Straße. Wow! Alter! Ah, okay, das ging eigentlich. Und die nächste Straße, na toll. Die Herkulade brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber... ah, okay, die haben wir beide weggemacht, ohne dass sie uns jemals berührt haben. Und wir haben 6 Leben inzwischen. Hey, wie geil ist das denn? So. Ah, da oben ist wieder ein Geheimweg. Na. Ding, 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 ding. Also das Level ist jetzt nicht so fordernd, es ist eher so entdecken und den richtigen Weg finden. So kommt es mir zumindest vor. Mich nur, was der Sinn dahinter ist jetzt. Dass wir jetzt hier als hin und her laufen. Und das ganze Zeug hier einsammeln, weil es sind ja gar nicht großartig viele Gegner hier. Dass wir jetzt hier als Waffen-Upgrades hier als finden. Ja, ich lasse jetzt mal die eine da weg. So, was ist der Sinn dahinter jetzt, zum nächsten hinzukommen? Ah, um da hochzukommen. Okay, ich verstehe. Okay, das bringt uns einfach nur den nächsten Buchstaben. Ich weiß, wir sind jetzt schon gleich am Ende, wenn wir schon gleich beim S sind. Das ist immer das Indiz dafür. Wow. Nein, ich will erstmal hier runter. Okay. Nur Münzen. Ah, da ist das S. Okay, das heißt, wir sind jetzt wirklich gleich am Ende vom Level. Komm. Ach, das ist, da haben wir es geschafft. Wunderbar.
Okay. Ebene abgeschlossen. So, was kriegen wir für eine Bewertung? 81. Ausgezeichnet. Und dafür gibt es auch noch Held. Okay, krass. Hilfe, bitte. Es gab ein schreckliches Unglück. Nee, ich meinte ein anderes Unglück. Wunderknabe. Herkules, den Göttern sei Dank. Was ist denn los? Kurz vor der Stadt. Zwei kleine Jungen. Sie haben in der Schlucht gespielt. Dann gab es einen Erdrutsch. Einen schrecklichen Erdrutsch. Sie sind verschüttet. Kinder? Verschüttet? Phil, ist das nicht toll? Toll? Brich nicht gleich in Tränen aus. Komm mit! Nein! Du verstehst nicht! Ich hab Hühner! Ich frage mich, ob das Ausschnitte aus dem Herkules-Film oder Serie sind. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich habe das niemals gesehen. Die Hydra. Oh mein Gott. Das Level, ja. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte zum Beginn der Folge. Oder dieses Videos. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, wie man den angreift. Herkulade! Boah, das war knapp. Oh, da bin ich genau in das Ding reingesprungen. Ja, aber was muss ich denn machen? Wow. Muss ich einfach nur die ganze Zeit überleben oder was? Das ist ja, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Boah. Da hätte ich ihn wahrscheinlich gerade angreifen können. Ich muss immer irgendwo hier vorne bleiben, damit ich ihn treffen kann. Oder? Ey, Mann! Ich wollte dem Ganzen ausweichen. Wow. Oh. Ja! Oh mein Gott. Da habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Komm, greif an. Nein! Oh Mann, diese Steine, ne? Die machen es noch schwerer. Ich will das hier unbedingt noch hinkriegen, den hier einmal töten. Oh. Mann! Der ist viel zu schnell. Sobald er mich einmal angegriffen hat, kann ich auf jeden Fall nicht zurückschlagen, weil dann zieht er seinen Kopf wieder zurück. Oder es gibt irgendwie eine Reihenfolge, wie wen ich hier zuerst angreifen muss. Ah. Mann, ganz habe ich es nicht raus, wann der richtige Zeitpunkt ist. Komm schon. Mann, ich will ihn doch einmal angreifen. Ah, Lebensbalken schon mal vergrößert, das ist schon mal gut. Ah, du Sackgesicht, ey. Versuch nochmal beim mittleren. Ey! Mann! Komm! Ja, einen haben wir schon mal. Sehr gut. Was? Wie viele Köpfe kriegt der denn? Jawoll! Ja, das werden wirklich immer mehr. Ah, komm schon. Nein, ich habe die falsche Taste wieder gedrückt.
Ey. Weiterspielen, genau. Nein! Nein! Ja, okay, das war schon mal was. Wir haben erst die Hälfte von ihm, ne? Und wie viele Köpfe hat er denn inzwischen schon, Alter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, da war ich nicht zu schnell. Also, da war ich zu langsam, nicht zu schnell. Schon wieder. Na? Also ohne Perks ist das auch wirklich super schwer. Ey, ich drück immer diese scheiß Select-Taste oder diese Kack-Taste hier, Touchpad. Nein! Irgendwo hier zwischen den Beinen immer bleiben, ist glaube ich vielleicht die Taktik. Wobei, ich weiß nicht. Ja, sehr schön. Alter, es werden echt immer mehr Köpfe, Alter. Selbst hier an der Seite. Aber ich glaube, wenn er einfach kein Leben mehr hat, dann ist er tot. Da kann er noch so viele Köpfe bekommen. Ich glaube, in der Mitte ist aber besser, weil da hat er mehr Köpfe. Da muss ich nicht so weit hin und her laufen. Nein! Na, ja, da war ich zu weit weg. Ach, komm schon, ey. Nein! Also, der beißt mich immer in den Arsch, Alter. Okay. Jetzt hat er das Gegenteil bewiesen. Ja. Jawohl. Noch einmal, dann ist er tot. Oder sie. Ist ja, glaube ich, die Frau gewesen, ne? Diese Medusa-Frau. Ah, ne, diese Medusa-Frau war ja die mit den Schlangen-Dingensbums. Warte mal, gab es vielleicht von Herkules nicht sogar einen zweiten Teil? Weil irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen was aus meiner Erinnerung. Ich glaube wirklich, dass es noch einen zweiten Teil gab. Vielleicht war das auch schon für die PS2. Das kann natürlich auch sein. Aber er ist tot. Jawohl. Gute Nacht. Gute Nacht. So, trink dein Drink. Dein Getränk, dein Drink, was auch immer. 9 Leben haben wir sogar schon. Alter. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel wir eingesammelt haben. Phil, jetzt musst du es zugeben. Das war ziemlich heldenhaft. Hurra, mein Kleiner! Genau, jetzt hast du es allen gezeigt. Da ist jemand stinksauer. Das tut so weh. Wow. Sieh mal einer an. Ich weiß, ich habe bei Herkules im Spiel die Grotte der Medusa. Okay, dann ist es wahrscheinlich hier, weil ich wollte gerade sagen, ich habe gegen Medusa gekämpft, gegen ihre Schlangenhaare. Das weiß ich noch ganz, ganz genau. Scheinbar ist es sogar das Level hier. Da habe ich auch ein paar Erinnerungen dran. Okay, aber wie verlief das Ganze nochmal? Hä? Ja, wann ist der Zeitpunkt, um sich anzugreifen? Ich kann aber nicht zu ihr vorgehen. Ein weiterer Treffer für den Favoriten. Hm.
Warte mal. Ha, interessant. Also, auf jeden Fall ist es irgendwie Sinn. Schau dir in die Augen, Medusa. Ja, okay. Sie muss mich auf jeden Fall mit ihrem Laserscheiß da angreifen, damit sie sich selber mit den Spiegeln schadet. Oh, wo kommt er denn her? Ein weiterer Treffer für den Favoriten. Ja, okay, so langsam wird ein Schuh draus. Und tschüss. Ja, komm zur nächsten Säule. Ist ja eigentlich voll easy, wenn man es einmal verstanden hat. Nur halt diese komischen Erdbeben sind halt nicht so das Wahre. Ah, komm schon. Oh, komm. Nächste Spiegelteller. Direkt? Ist die doof? Ja, okay. Also, woran ich wirklich sterben könnte, sind eher diese Erdbeben hier. Komm, mach jetzt. Sehr schön. Noch zweimal, dann bist du auf jeden Fall Ciao Kakao. Mann, ist die blöd. Wow. So, du bist aber auf jeden Fall gleich Geschichte, ne? Gute Dame. Ja, jetzt. Genau, schlaf gut, Albtraum. Trink erstmal dein Getränk. Mmh, lecker, lecker, lecker. Gut gemacht! Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Lass sie frei! Nun zum Geschäft. Du verzichtest 24 Stunden lang auf deine Kraft, okay? Sagen wir die nächsten 24 Stunden. Und die kleine Maggie ist frei wie ein Vogel. Wir tanzen, saufen und feiern, bis wir umfallen. Hey, man lebt nur einmal, was meinst du? Abgemacht! Ja! Gebombt! Freunde! Titanen! Oh, wie elend ist euer Verlies! Und wer ist daran schuld? Da ich euch nun befreit habe, werdet ihr was als erstes tun? Zeit zerstören! Genau. Herkules wird uns retten! Ah! Herkules! Komm raus! Zeig dich! Du hast nicht die Kraft. Du wirst sterben. Es gibt Schlimmeres, Meg. Das ist richtig. Es gibt Schlimmeres, als zu sterben. Kampf dem Zyklopen. Oh, weiß ich nicht, ob ich das kenne. Lass mich schauen. Wenn ich es gleich sehe, kann ich... Ja, okay. Kann mich daran erinnern. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber ich glaube, hier waren wir eher selten. Also es war wirklich selten, dass wir hier bis hierher geschafft haben. Ach, stimmt. Wenn die mir entgegenlaufen, verliere ich auch noch Leben. Also ich darf auf jeden Fall in keine Passanten reinlaufen. Ja, ich bin hier. Oh nein. Oh nein.
Oh, ich wollte da hoch. Oh. Ey, auch noch doppelt davor gelaufen. Hier. Wow, das war knapp. Oh, dieser Hund, ne? Oder was auch immer das war. Da war irgendwas, was ich verpasst habe gerade. Naja, immerhin haben wir Herkulade bekommen. Ist der blind? Also der ist zwar groß, aber trotzdem muss er doch blind sein. Oh, trotzdem noch bekommen, das ist gut. Checkpoint? Nein! Ich will hier rüber. Sehr schön. Kriegst du die Herkulade noch? Ja. Wunderschön. Ja, ich glaube, hier werde ich auf jeden Fall nicht so gut abschneiden, was diese Münzen angeht. Weil mir hier sehr viel flöten geht. Aber ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall in einem Stück schaffen. Also langsam habe ich den Dreh raus. Wow. Alter, da, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah. So. Was sind jetzt diese Schuhe? Oh. Oh, ey, komm schon. Einmal reicht doch. Ah. Hä? Hä? Was? Blödmaden? Noch. Komm, erst mal Herkulade einsammeln. Muss ich gleich noch gegen den kämpfen, oder was? Ey, warum kann ich diese Schuhe einsammeln, wenn die mir gar nichts bringen? Verstehe es nicht so ganz. Ah. Ey, Mann, ich bleib hier überall hängen gerade. Ah, wir haben es fast geschafft. Oh, no. Da gab es schon Hupen zu der Zeit. Interessant. Au. Ey, wenn ich... Oh, ich wollte gerade sagen, wenn ich die Herkulade jetzt verpasse. Ist doch gut. Nein, ich habe die Schuhe verpasst. Der wäre bestimmt das S gewesen. Jetzt wird es aber wild hier langsam. Okay, aber hier ist das Ziel. Ah, ich habe das S leider verpasst, ey. Wegen diesem dicken Typen, der da lang gelaufen ist. Ah, naja. Dann ist es halt so. Dididit. Naja, nicht schlimm. Wie viele Münzen haben wir? Da haben wir bestimmt auch... Ja, 45. Haut drauf, haut drauf. Des Schwur ist gebrochen.
Er hat versprochen, dass mir nichts passiert. Noch kannst du Hades aufhalten. Es wird alles wieder gut. Ich verspreche es dir. Pegasus. Der Flug der Titanen. Also ich glaube, wir sind schon bald durch. Kann das sein? Vielleicht schaffen wir das sogar doch noch. Läuft gerade auf jeden Fall. Ich will mal ganz kurz schauen, wie weit wir im Spiel sind. Okay, ich habe gerade mal geschaut. Es sind auf jeden Fall noch das Level und ich glaube ein oder zwei weitere. Also wir könnten das vielleicht sogar wirklich noch schaffen, wenn ich mich jetzt ins Zeug lege. Aber ich weiß nicht, also an das Level kann ich mich absolut nicht erinnern. Okay, wir können hier scheinbar auch schlagen. Au! Na, komm schon. Oh, da ist... Ha! Ja. Sehr schön. Also wenn wir schon die Gelegenheit haben, das mitzunehmen, dann warum nicht? Nein. Was ist denn das da hinten? Was? Nein. Ich habe gerade das Dingsschwert fallen, also nicht eingesammelt. Ach Mist, aber wenigstens Herkulade. Und noch mehr Herkulade verpasst. Aber immerhin habe ich jetzt... Ja, das geht hier schon ganz gut ab gerade. Oh nein, das ist durch... Ah, okay, wir sind über den Wolken. Was geht jetzt ab? Ey, das ist nicht nett von dir. Herkulade! Schokolade! Boah, ich wollte gerade sagen, Alter, wenn ich den Checkpoint jetzt nicht bekommen hätte, wäre tricky. Boah, was? Alter, Alter. Okay, ich habe schon was verpasst. Oh no. Na. Das C? Oh. Komm. Nein. Ey, nein. Ey. Ich sterbe jetzt. Wegen diesen komischen Blöcken, die da alles rumfliegen. Wer ist er denn? Na ja, immerhin die Herkulade bekommen. Herkulade. Geil. What? Da, hä? Was geht denn ab, Alter? Hä? Jetzt wird's hier wild langsam. Wieder. Yo. Okay. Das ist so ein bisschen wie Flappy Birds gerade. Also allgemeines Level, ne? Das wäre krass, wenn der Entwickler von Flappy Birds sich an Herkules hier an dem Level hier inspiriert hat. Aber gut. Die ganzen Spiele damals waren ja auch so in diesem Prinzip aufgebaut. Diese Arcade-Automaten-Games. Da brauche ich mir jetzt hier nichts einzubilden. Checkpoint. Nein. Herkulade.
Ey, was? Irgendein Sturm hier? Also ich glaube, ich war hier damals nicht. Zumindest habe ich das selber nie gesehen. Kann mich hier wirklich nicht... kein Stück dran erinnern an das Level hier. Oh, ich habe den vergessen zu befreien. Und die Musik, die passt doch irgendwie gar nicht, ne, zu dem Level hier. Nein! Oh. Okay, oh nein, wir haben das S verpasst. Jetzt renne ich aber die ganze Zeit in diese Scheiße hier rein. Hä? Und jetzt? Verstehe ich nicht. Okay, geschafft. Aber warum hat er sein Getränk nicht getrunken? Ah, okay, okay. So, was kommt jetzt? Herzlichen Glückwunsch, aber wenn du ein wahrer Held sein willst, spiele mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Okay, also im Prinzip hätte ich es jetzt durchgespielt, aber... Ach, ja, 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 das habe ich gesehen. Wenn man auf einem anderen Schwierigkeitsgrad spielt, wahrscheinlich muss man das in den Einstellungen einstellen oder so, dann gibt es zwei weitere Level noch, aber die würde ich jetzt einfach weglassen. Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das ist mir nämlich aufgefallen, wo ich nach diesen Cheats geguckt habe. Da waren die letzten zwei Level irgendwie von wegen nicht verfügbar. Auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Scheinbar spielen wir auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad, weil da habe ich vorher nicht geguckt, da konnte ich auch nichts einstellen. Okay, verstehe. Ja, aber im Prinzip war es das. Ich würde sagen, es lohnt sich dann doch nicht mehr, eine zweite Folge dafür zu machen, für die zwei Level. Falls es euch aber gefallen hat und ihr Spaß hattet daran und vielleicht auch ein wenig Nostalgie verspürt habt, dann würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr mir ein Like, einen Kommentar, ein Abo und die Glocke aktiviert. Dann werdet ihr auf jeden Fall kein weiteres Video mehr verpassen, wenn ich meine Kindheitsspiele wieder neu erlebe. In diesem Sinne würde ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen und euch im nächsten Video begrüßen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und... Ciao!